Wenn Menschen sich verlieben, machen sie manchmal echt schräge Sachen. Teuren Schmuck kaufen zum Beispiel, ein gemeinsames Konto eröffnen oder heimlich die E-Mails des anderen lesen. Manche schreiben sogar Liebesgeschichten. Was aber, wenn die aufgeschriebene Liebesgeschichte wichtiger wird als die reale? Agnes ist der Debütroman des Schweizer Autors Peter Stamm. Eine Liebesgeschichte, die aus dem Ruder läuft. Der namenlose Erzähler lernt die Studentin Agnes in einer Bibliothek kennen. Er selbst ein verhinderter Romancier, der seit einigen Jahren Sachbücher schreibt. Stamm lässt den Leser nicht eine Sekunde im Unklaren darüber, dass die Liebesbeziehung kein gutes Ende nimmt. Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet. Nichts ist mir von ihr geblieben als diese Geschichte. Sie beginnt an jenem Tag vor 9 Monaten, als wir uns in der Chicago Public Library zum ersten Mal trafen. Es war kalt, als wir uns kennenlernten. Kalt, wie fast immer in dieser Stadt. In den Gesprächen der beiden geht's gleich ums Ganze. Liebe, Nähe, Tod. Als Agnes ihren Geliebten bittet, doch über sie zu schreiben, ihre gemeinsame Geschichte, ist das am Anfang noch ein Spiel. Doch dann wird eine Grenze überschritten. Wenige Tage nach unserem Ausflug an den See stieß ich in der Geschichte in die Zukunft vor. Jetzt war Agnes mein Geschöpf. Ich fühlte, wie die neu gewonnene Freiheit meine Fantasie beflügelte. Ich plante ihre Zukunft, wie ein Vater die Zukunft seiner Tochter plant. Das ist realistisch und gleichzeitig fantastisch. Ist Agnes wirklich tot oder hat sich der Erzähler das nur ausgedacht? Agnes ist eine Parabel über die Macht der Literatur, aber auch ein Roman über die Liebe und die Einsamkeit. Ein Buch, das es in sich hat.